Einen wunderschönen Hallo vom dritten Tag hier auf der Messe. Ich versuche mich jetzt hier durchzukämpfen. Seit 10 Uhr geht das hier so, es ist 2:30. Ich wollte zum Saaleland, im Reiseland Thüringen. Das ist gar nicht so einfach. Dort soll es was ganz Neues geben. Lassen Sie sich einfach mal überraschen. Gar nicht so einfach bei so vielen Gästen. Vorbei am Thüringer Wald. Oder anders gesagt, den Rennsteig einfach mal links liegen gelassen. Rechts vorbei am Tourismusverbund Sommerda und etlichen anderen Thüringer Ausstellern. Mein Gott, Silvana, bis ich hier durchgekommen bin, hier war ja vielleicht was los. Hallo. Hallo, sag mal, ihr habt voriges Jahr Thüringer Tischkultur einen Preis bekommen. Was ist Thüringer Tischkultur? Bei der Thüringer Tischkultur geht es darum, unsere tollen regionalen Produkte, die es gibt in Thüringen, in die Hotellerie und Gastronomie verstärkt zu bringen. Und das verbunden noch mit unserer langen Tradition von Porzellan und auch Töpferwarenherstellung. Das zu kombinieren und daraus ein Reiseerlebnis für unsere Gäste zu kreieren, das ist so Sinn und Zweck der Thüringer Tischkultur. Das heißt also Abendbrotessen, Frühstück. Ja, auch das oder ein Picknick auf der Saale, also auch beim aktiven Erleben die Thüringer Gastlichkeit und die tollen Thüringer Produkte bei uns zu erleben. Ist das jetzt nur im Saaleland? Im Moment fängt es an, im Saaleland sich zu entwickeln. Dort haben wir schon zahlreiche Partner, die einfach mitmachen und sagen, ja, wir finden das gut und wir leben diesen Spirit, sage ich jetzt mal, die Thüringer Produkte in die Gastronomie richtig zu bringen. Aber es ist geplant, das auszuweiten auf ganz Thüringen. Geht ihr dann jetzt, der da mitmacht, zum Bauern, fragt, hast du Käse, hast du Milch oder wie kann sich das vorstellen, dass es dann auch wirklich regionale Produkte sind, nicht, dass er dann in die Kaufhalle geht und irgendwo aus Spanien das Zeug bekommt? Nein, also erstens haben wir einen Kriterienbogen entwickelt und zwar für verschiedene Kategorien, nämlich die Direktvermarkter, Hotellerie, Gastronomie, für die Porzelliner, die Töpfer, aber auch für Museen beispielsweise, die sich mit dem Thema beschäftigen, wie zum Beispiel die Dornburger Schlösser, wo man höfische Tafelkultur erleben kann. Und für diese einzelnen Kategorien haben wir Kriterien entwickelt, damit sie an dem Projekt teilnehmen können. Und sie müssen bestimmte Mindestkriterien einfach erfüllen. Das heißt, sie müssen tatsächlich regionale Produkte vor Ort haben. Oder jetzt das Hotel beispielsweise muss eben auch Thüringer Porzellan mit auf den Tisch bringen. Ja. Und wie viele machen wir mit? Zurzeit sind es erst 15, aber wir fangen jetzt wirklich erst mit der Akquise an. Also 50 Partner werden es bestimmt noch bis Anfang nächstes Jahr. Hast du einen Favorit, wo du sagen würdest, wenn du jetzt Besuch bekommst, da gehe ich jetzt hin? Ja, ich weiß, dass das immer schwer ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mal unterwegs bin und will ins Saaleland, ist ja nicht weit von Gera. Ja, also ganz toll ist natürlich die Kanone, Hotel und Restaurant zur Kanone in Tautenhain. Die machen auch schon ganz viel mit regionalen Produkten und haben sich so ein bisschen auf das Thema Napoleon auch spezialisiert, aber auch weitergeführt. Naturhotel Etzdorfer Hof, da ist eine Agrargenossenschaft mit angeschlossen. Also die haben auch einen Hofladen dort, das ist total schön. Was ich auch noch empfehlen kann, ist das Weingut Zahn in Katschen, direkt an der Saale. Da kamen wir auch mal ein Naturerlebnis, Wasserwandern auf der Saale oder Saale-Radweg mit einem netten Wein oder einem Picknick verbinden. Na, dann denke ich mal, da haben wir jetzt genug Tipps gegeben, wo die Gärschen oder die aus Ostthüringen hingehen können. Dritter Tag Messe, wie war's? Kurzes Fazit. Ja, also das Interesse war schon groß. Die Halle war voll, es waren ganz viele interessierte Gäste. Es hätte am Thüringen-Stand noch ein bisschen mehr sein können. Aber ja, vielleicht machen wir einfach noch ein bisschen mehr Werbung nächstes Jahr. Alles klar, dankeschön. Viel Spaß noch. Danke. Auf dem Weg zu etwas Außergewöhnlichem in Thüringen ging mir ein Licht auf. Nein, nicht mir, sondern einem Gast am Stand der Solewelt Bad Salzungen. Soll übrigens bei Hörschäden und Ohrenschmerzen helfen. Vorbei an zahlreichen Ausstellern mit zahlreichen Angeboten für alle Altersgruppen. Urlaub in Thüringen wird immer beliebter. Und die passende Ausrüstung fand man in Halle 1 bei der Sport und Aktiv. Und alles probieren ging auch im Außengelände. Ja Leute, jetzt habe ich wieder was entdeckt. Thüringer Kloßtheater, ich grüße dich. Hallo. Sag mal, was ist das Thüringer Kloßtheater? Das Thüringer Kloßtheater ist ein Theater, in dem man an langen Tischen sitzt, Thüringer Klöß ist natürlich, und sich entweder einen Schwank oder eine Komödie anguckt. Das heißt also, im Theater, während des Theaters, kann man essen? Genau.
Genau, richtig. Ihr habt da jetzt nicht nur den Klöß dazu, oder? Was gibt's da noch? Also wir machen die Klößroulade oder Kräuterklöße, Schinkenklöße und dann halt verschiedene Beilagen dazu. Und wo seid ihr? Uns gibt es in Friedrichsroda, in der Hauptstraße 4. Aha, also das heißt jetzt, wenn ich aus Ostthüringen komme nach Friedrichsroda, kann ich doch nicht da nach Hause fahren. Wo übernachte ich da? Na dann bei uns im Haus natürlich, klar. Ihr habt auch noch was, wo man übernachten kann? Na klar, wir haben 12 Zimmer im Haus oder halt gegenüber im Brauhaus, wo wir auch unser eigenes Bier brauen, nochmal 5 Zimmer. Jetzt überlege ich mir, ich komme zu euch. Wie viele Veranstaltungen habt ihr denn eigentlich? Wir haben 39 Veranstaltungen im Jahr plus Gastspiele. Also das heißt, es kommen noch andere Theater zu uns, die natürlich dann auch sich präsentieren, wie zum Beispiel die Leipziger Pfeffermühle. Sag mal, haben wir nicht genug Theater in Thüringen, dass wir jetzt noch ein Lostheater machen müssen? Na, anscheinend nicht, aber es ist immer lustig und es ist auf alle Fälle ein Besuch wert. Dieses Jahr noch irgendein Highlight? Na, Leipziger Pfeffermühle oder Tanja Haller, das volle Glücksprogramm. 3 Tage Messe, wie war's? Toll, es war absolut toll. Wir sind sehr, sehr begeistert, haben viele, viele, viele Gespräche geführt, viele Flyer natürlich verteilt und hoffen natürlich auf viele Gäste. Leute, irgendwann mache ich mit dieser Kamera und komme bei dir vorbei, dass wir auch in Ostthüringen sehen, was ihr da in eurem Lostheater macht. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Gell? Tschüssi. Ja, danke, tschüss. So, das war's aus dem größten Reisebüro Thüringens vom dritten Tag.